Herr unser Gott, habe herzlichen Dank. Wir dürfen uns hier versammeln, wir dürfen dein Wort betrachten. Aber wir bitten dich auch, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass wir diese Worte aufnehmen können, dass wir sie verstehen und dass wir sie umsetzen fürs tägliche Leben. Herr, es ist nicht der Selbstzweck, dass wir das Wort lesen, sondern es ist für uns, für unseren Charakter, für unser Wesen, für unser ganzes Sein, Herr. Denn wir wollen dir näher kommen und wollen auf dein Fundament stehen zum Leben. Hab herzlich Dank, dass du uns dieses Fundament schenkst und wir durch dich, Herr Jesus Christus, ewiges Leben haben. Amen. Amen. Interessanterweise habe ich hier genau vor einem Jahr gestanden und habe auch die letzte Predigt hier gehalten in dem Jahr. Nur vor einem Jahr war der Anlass nicht ganz so glücklich, wie er heute war. Aber mein Vater ist ja vor 4 Tagen, vor einem Jahr, genau gestorben. Und in diesem Jahr ist so viel passiert. Also ich glaube, das ist so eins der Jahre in, also ich kann zumindest sagen in meinem Leben, aber wahrscheinlich auch in vielen Leben, die hier sitzen, es ist so viel passiert im letzten Jahr, wie wir das nie für möglich gehalten hätten. Und es gab so viele Umbrüche und Sorgen und Ängste und Ungewissheiten und darum soll es heute ein bisschen auch in der Predigt gehen. Und wir haben viel, viel erlebt, auch mit der Gemeinde und persönlich. Wir haben dieses Gemeindehaus bekommen, das eine Riesenerfahrung war, worauf wir jahrelang schon gewartet haben. Und jetzt im letzten Jahr haben wir das, wir können fast sagen, ein Geschenk Gottes ist dieses Haus, dass wir das bekommen haben. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich, dass einige Gäste hier sind. Tobias, dass du hier bist. Lange mal, mein Bruder ist hier, es lohnt sich auch hin und wieder mal in die Gemeinde Aachen zu kommen. Ihr müsst nicht immer nur an eure Karrieren denken, sondern uns ein bisschen häufiger hier in Aachen besuchen. Jetzt müssen Tobias deine Eltern schon zu dir ziehen, siehst du, wie weit es gekommen ist. Ja. Bevor wir mit der Predigt anfangen, hören wir noch ein Lied von Aljona und Albina und dann wollen wir beginnen. Also wenn wir über Sorgen und Ängste nachdenken, dann ist das ganz interessant. Also wir alle wissen und glauben auch, dass wir unsere Sorgen Gott übergeben können, aber es ist in der Theorie einfach, in der Praxis sieht es schon mal ein ganz bisschen anders aus. Wir schleppen doch unsere Sorgen mit und jeder von uns hat Sorgen und Ängste und es gibt einen Psychologen, einen Psychiater, Robert Leahy in den Vereinigten Staaten, der hat viel über Angst geforscht und auch einige Bücher geschrieben. Er sagt Folgendes: Das durchschnittliche Kind heute weist die gleichen Ängste auf wie ein psychiatrischer Patient 1950. So stark ist die Angst in unserer Gesellschaft nach oben gegangen. Also unsere Kinder heute haben die gleichen Ängste, die sie mit sich rumtragen, wie Patienten vor 70 Jahren. Also das ist eine ganz, ganz extreme Steigerung, die in den letzten paar Jahren passiert ist. Also wir leben, sagt er weiter, in einem Zeitalter der Angst. Wir sind eine Nation von nervlichen Wracks. So ist das. Und wenn ihr mal überlegt, was ist in den letzten 50 Jahren am meisten gestiegen, das ist die Angst. Also die Leute treibt die Angst um und wir haben immer mehr und mehr Angst in unserer Gesellschaft persönlich. Darüber sollten wir wirklich mal nachdenken. Natürlich, wovor hat jeder Angst? Die einen sagen, ich habe Angst vor Blut, die anderen sagen, ich habe Angst vor Fliegen, die anderen haben Angst vor Spinnen oder vor Regenwürmern. Also da gibt es so unterschiedliche Dinge. Was ist an Nummer 1? Wovor fürchten die Leute sich am meisten? Allein zu sein ist ein gutes Thema, ja. Es gibt ja viele Statistiken. Also ich habe jetzt nochmal mir mehrere Statistiken angeschaut. Und was man sagt, die Angst vor Entscheidungen und die Angst der Zukunft ist Nummer 1. Die Leute können keine Entscheidungen mehr treffen. Die sitzen da und wissen nicht, was die tun sollen. Und wir sitzen im Moment in der gleichen Situation. Jeder von uns hat irgendwo eine Entscheidung zu treffen, mit der er im Moment zu kämpfen hat und nicht weiß, wie soll ich das machen. Weil er Angst hat vor der Zukunft und was passiert. Viele von uns warten auf den März, ihr wisst genau, was dann ist. Das treibt einige rum. Einige haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Was sollen sie tun? Was sollen sie nicht tun? Entscheidung, ob ich meinen Arbeitgeber wechseln soll, ob ich den Wohnort wechseln soll, ob wir umziehen sollen. Das sind alles Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Und Leute haben Angst davor, diese Entscheidung zu treffen. Dann Krieg und Terror ist ein ganz großer Angstfaktor. Die Leute haben Angst vor Kriegen, die Leute haben Angst vor Terror. Finanzen sind auch ein großes Problem. Nummer 2 ist Folgendes. Wovor haben die Leute am zweitmeisten Angst? Öffentlich zu reden. Die Leute haben Angst davor, sich nach vorne zu stellen und irgendwo zu reden. Und ich fand ganz witzig, Mark Twain hat dazu Folgendes gesagt. Kennt ihr Mark Twain? Ja.
manche kennen ihn. Es gibt nur zwei Arten von Rednern, die, die nervös sind und diejenigen, die lügen. Also jeder ist nervös und der, der sagt, ach, ich bin nicht nervös, wenn ich, der lügt. Ja. Alle, die nach vorne gehen, die haben in irgendeiner Form Angst. Und so ist das so. Wir verbringen 12% des Tages womit? Womit verbringt der Mensch 12% des Tages? Er verbringt im Durchschnitt, verbringen Erwachsene 12% des Tages damit, an ihre Zukunft zu denken. 3 Stunden. Wir denken 3 Stunden am Tag über unsere Zukunft nach. Und damit einher gehen natürlich auch die Sorgen und wir wissen nicht, was passiert und so weiter. Also ihr seht, wie stark dieses Denken und wie stark diese Sorgen uns einnehmen. Wir wollen ein bisschen uns ein paar Charaktere aus der Bibel heute anschauen, genau zu diesem Thema. Wir wollen mal gucken, wie das vielleicht aus der Theorie in die Praxis geht. Wie kann ich echt meine Sorgen loswerden, dass das ganz konkret ist und ich irgendwie eine Sorgenlast habe, die ich von mir geben kann. Und wir wollen deshalb auch einige Zitate von Ellen White dazu lesen. Aber bevor wir beginnen, schlag mal auf Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6. Das Kapitel kennen die meisten von euch. Matthäus Kapitel 6 und es geht dort ab Vers 19 bis 34 vom Schätze sammeln und vom Sorgen. Also dass wir wirklich sammeln und dass es darum geht, was sollten wir eigentlich tun. Es steht in Vers 19, und ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Also wo häufen wir? Was tun wir? Vers 20, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und dann springen wir zu Vers 26, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Also wir sehen, dass wir was tun? Wir sammeln und sammeln. Gott sagt uns in Vers 26, guckt euch die Vögel an, die sammeln nicht. Und wer kümmert sich? Gott. Ich fand mal ganz interessant, dass einer so eine Zahl aufgesetzt hat. Der reichste Mann der Welt, ja, wäre nicht in der Lage, die Vögel mit seinem Vermögen einen Tag auf der Welt lang zu füttern. Also nur mal dazu. Und das geht hier aber, und Gott kümmert sich. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Also wie stehen wir da? Sind wir nicht viel mehr als die Vögel? Ist das ein Versprechen, dass egal was passiert, Gott sich um uns kümmert? Wir sagen alle ja. In der Theorie wissen wir das. Wie sieht es in der Praxis aus? Jetzt Vers 33 und 34. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also wonach sollten wir zuerst trachten? Nach dem Reich Gottes. Und wenn wir das tun, dann wird euch alles zufallen. Was alles wird euch zufallen? Was ist alles? Das, was wir nötig haben, genau. Und das, was da vorsteht, also wie es vorher beschrieben hat. Und darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und die ganzen Ängste und Nöte, die wir haben, diese ganzen Sorgen in unsere Zukunft, das ist das, was uns so im Leben belastet. Im Kapitel oder im Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit in Kapitel 50 schreibt Ellen White Folgendes. Es ist nicht die Arbeit, die Menschen umbringt, sondern die Sorge. Die einzige Möglichkeit, Sorgen zu vermeiden, besteht darin, dass wir jede Schwierigkeit zu Christus bringen. Lasst uns nicht die finstere Seite des Lebens betrachten, sondern einen fröhlichen Geist pflegen. Also nicht die Arbeit macht uns kaputt, sondern die Sorge, die wir da mitnehmen. Also wir sollten das, wenn dich was belastet, zu Jesus bringen. Wir sollten nicht über Schwierigkeiten grübeln. Manche befürchten ständig irgendwelche Schwierigkeiten. Ihr kennt Menschen, die sehen immer alles positiv und dann gibt es Menschen, die sehen immer alles negativ. Alles ist immer problematisch und alles ist immer schwer. Und was schreibt sie?
Manche befürchten ständig irgendwelche Schwierigkeiten. Jeden Tag sind sie umgeben von Beweisen der Liebe Gottes. Jeden Tag leben sie von dem, was er ihnen in seiner Vorsehung gibt. Aber sie können den Segen nicht sehen, weil sich ihre Gedanken ständig mit unangenehmen Dingen befassen, die kommen könnten, oder weil sie Kleinigkeiten aufbauschen zu wirklichen Sorgen. Also wir haben Kleinigkeiten, die wir dann zu großen Sorgen aufbauschen, oder weil wir ständig daran denken, was passieren könnte. Die meisten Sorgen, die wir haben, auch das ist eine Statistik, treten die ein? Nee. Also das meiste, worüber man grübelt und Angst hat und sich Sorgen macht, das trifft in der Regel sowieso nicht ein. Das macht sie blind und undankbar. Die Schwierigkeiten, die sie durchmachen müssen, führen sie nicht näher zu Gott, der einzigen Hilfe, die sie haben, sondern trennen sie von ihm, weil sie unruhig werden und jammern. Also die beschreibt das so gut. Also unsere Sorgen, unsere Jammerei, unsere Nöte, es trennt uns von Gott, anstatt uns wirklich in Ruhe Gott zu übergeben. Aber es wird gleich noch konkreter. Wir sollten so viel tun, wie wir können und uns keine Sorgen machen, sondern auf Christus vertrauen. Studiert sein Wort und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Alles, was ihr bitten werdet, werdet ihr empfangen. Wir müssen Gott auch hin und wieder beim Wort nehmen. Also wenn Gott sagt, ich werde dir das geben, was du nötig hast, dann wird er sich auch um dich kümmern. Und dieses Vertrauen, das brauchen wir. Diese Worte sind das Versprechen, dass unser allmächtiger Erlöser denen, die auf ihn vertrauen, alles gibt, was sie brauchen. Also Gott, es wird uns niemals an irgendetwas fehlen, was wir nötig haben. Das ist das Versprechen, was Gott uns gibt. Es ist nicht Gottes Wille, dass sein Volk niedergedrückt ist von Sorge. In Steps to Christ steht das auf Seite 68. Also es ist nicht Gottes Wille, dass sein Volk niedergedrückt ist von Sorge. Also Gott möchte nicht, dass wir uns sorgen. Und manchmal haben wir das Gefühl, oh, wenn wir Gott näher sind, je näher du Gott bist, umso mehr musst du dich sorgen. Das ist genau das Gegenteil. Also Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott, und jetzt ist ein schönes Zitat, kennt jeden Menschen mit Namen und sorgt für ihn, so als gäbe es keinen anderen auf der Welt, für den er seinen geliebten Sohn gab. Also Das ist so ein schönes Zitat, dass sich Gott um dich persönlich so kümmert, als hätte er seinen Sohn nur für dich gegeben. Für dich als Einzelner. Er kennt jeden von uns mit Namen. Sie schreibt Folgendes weiter. Ich lasse euch nicht allein als Waisenkinder, sondern ich komme zurück, verspricht er uns. Wir sollten, das hat er in Johannes 14 gesagt, wir sollten seine Worte annehmen, seinen Verheißungen glauben und sie am Tag auswendig lernen und nachts darüber nachdenken und glücklich sein. Also wenn, was schreibt, also ich lasse euch nicht als Waisenkinder allein, sondern ich komme zurück. Diese Worte sollen wir annehmen, seine Verheißungen glauben und sie am Tag auswendig lernen und nachts darüber nachdenken und glücklich sein. Wie viele Menschen heutzutage haben Schlafstörungen? Also wenn man sich diese Statistik anschaut, das ist irre viel. Wie die Leute können nicht mehr schlafen, weil sie nachts grübeln und sich Sorgen machen. Wir sollten die Verheißungen glauben, sie am Tag auswendig lernen und nachts darüber nachdenken. Das ist ein ganz konkretes Versprechen. Wenn wir die Dinge, die auf uns zukommen, selbst in die Hand nehmen und uns auf unsere eigene Weisheit verlassen, nehmen wir eine Last auf uns, die uns Gott nicht zugedacht hat und von der er nicht erwartet, dass wir sie ohne seine Hilfe tragen. Was ist das für ein super Zitat? Also nochmal, wenn wir die Dinge, die auf uns zukommen, selbst in die Hand nehmen und uns auf unsere eigene Weisheit verlassen, nehmen wir eine Last auf uns, die uns Gott nicht zugedacht hat. Gott möchte das nicht. Also das ist eine Last, wo Gott sagt, ey, das habe ich nicht, das ist nicht mein Plan für dich. Wir nehmen Gott die Verantwortung aus der Hand und setzen uns selbst damit an seine Stelle. Habt ihr verstanden, oder? Wir nehmen Gott die Verantwortung, also wenn du Dinge in deine Hand nimmst, wenn du deine Zukunft ohne Gott, also alleine planst, mit einem Gott, was wir eben gelesen haben, der seinen Sohn nur für dich gegeben hat. Und wenn wir alleine planen, ohne Gott, dann nehmen wir die Verantwortung aus Gottes Hand.
Wobei Gott ja neben dir steht und sagt, ich führe dich. Du brauchst keine Angst zu haben. Jeden Schritt, den gehen wir gemeinsam. Also wir nehmen Gott die Verantwortung aus der Hand und setzen uns selbst damit an seine Stelle. In diesem Leben müssen wir mit Schwierigkeiten und Verlusten rechnen, weil das dazugehört. Aber wenn wir wirklich glauben, dass Gott uns liebt und es gut mit uns meint, dann müssen wir aufhören, uns um die Zukunft zu sorgen. Wir müssen so auf Gott vertrauen, wie ein Kind liebevollen Eltern vertraut. Dann verschwinden unsere Ängste und Sorgen, weil unser Wille in Gottes Willen aufgeht. Also wir müssen so auf Gott vertrauen, wie ein Kind liebevollen Eltern vertraut. Wenn du einem Kind sagst, okay, das mache ich so, glaubt das Kind? Wenn es nicht zu sehr enttäuscht wurde im Leben, in der Regel ja, ja. Und je kleiner ein Kind ist, umso mehr glaubt es. Wenn Kinder heranwachsen und merken, das, was die Eltern erzählen, ist eh nur Quatsch, dann verschwindet dieses Vertrauen auch. Aber in der Regel glauben das die Eltern. Und genauso ist das mit unserer Beziehung zu Gott. Wenn deine Beziehung zu Gott steht und da ist, dann wirst du ihm auch vertrauen. Wenn du dich mit ihm beschäftigst, so wie sich die Eltern mit den Kindern auch beschäftigen. Gott ist nicht gegen eine Jetzt ein wichtiges Zitat, weil viele ja sagen, ja, wir müssen ja schon nicht blauäugig in die Zukunft gehen, sondern uns genau überlegen, kann ich das Haus finanzieren, welcher Job ist der beste, also man macht sich ja schon Gedanken. Und jetzt schreibt sie dazu, Gott ist nicht gegen eine vernünftige Art der Vorsorge, das sollen wir schon tun, das schreibt sie auch, aber es ist gegen seinen Willen, wenn wir uns fieberhaft um irdische Dinge sorgen und uns mit unnötigen Ängsten belasten. Also was ist unser Hauptfokus? Ist unser Hauptfokus unsere Beziehung zu Gott oder ist unser Hauptfokus das, was wir hier auf dieser Erde besitzen? Nur das ist das, worum es geht. Ladi zeigt nach oben. Also was ist unser Fokus? Gott ist nicht gegen eine vernünftige Art der Vorsorge. Auch hier in der Gemeinde müssen wir planen. Auch hier müssen wir gucken, kriegen wir die Miete zusammen? Können wir die Rechnung der Miete zahlen? Das ist eine Planung, die wir haben müssen. Und sie sagt auch, das ist vernünftig und gut. Aber was ist an erster Stelle? Wenn wir uns fieberhaft um irdische Dinge sorgen und uns mit unnötigen Ängsten belasten oder dass wir Gottes Willen gehorchen wollen? Viele, die sich zu Christus bekennen, haben ein ängstliches Herz, weil sie nicht den Mut haben, auf Gott zu vertrauen. Sie können sich ihm nicht ganz übergeben, weil sie von den Konsequenzen zurückschrecken. Aber sie können keinen Frieden finden, wenn sie nicht ganze Sache machen. Also wir stehen im Moment, also wenn ich an das letzte Jahr zurückblicke, ob es privat war oder in der Firma war, gab es so viele Entscheidungen, das war nicht einfach. Überhaupt nicht. Ja. Also man wusste teilweise nicht, was man machen soll, dann gibt es unterschiedliche Meinungen, dann hast du privat vielleicht manchmal eine andere Meinung, als du in der Firma umsetzen solltest. Und so bist du an Punkten und überlegst dir, was kannst du mit deinem Gewissen vereinbaren und was kannst du mit deinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dann kommen wir in Situationen, wo wir Dinge tun ohne Gott. Ja, und wo wir sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Zukunft und die Planung meiner Zukunft in meine Hand, weil ich einfach Angst habe, wenn ich das nicht tue, dass dann gewisse Dinge schieflaufen werden. Sie schreibt hier, viele, die sich zu Christus bekennen, haben ein ängstliches Herz, weil sie nicht den Mut haben, auf Gott zu vertrauen. Vertraut ein Kind uneingeschränkt seinen Eltern? Absolut. Ja. Vertrauen wir uneingeschränkt Gott? Das ist nicht mehr ganz so einfach. Also wir sind manchmal so, dass wir sagen, ich glaube nicht. Also da muss ich es anders machen. Sie können sich ihm nicht ganz übergeben, weil sie vor den Konsequenzen zurückschrecken, aber sie können keinen Frieden finden, wenn sie nicht ganze Sache machen. Als Abraham, war Abraham reich? Hatte Abraham viele Güter? Hatte Abraham viele Leute, um die er sich kümmern musste? Also hatte er Verantwortung nur für sich und seine Familie oder über Hunderte von Menschen hatte er? Und dann kommt Gott zu Abraham und sagt ihm was? Verlass deine Heimat. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, also wenn das passiert, wären wir so offen,
so etwas von Gott anzunehmen, einfach woanders hinzugehen, zu sagen, okay Gott, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also die Verantwortung, die jeder von uns hat, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Verantwortung, die damals Abraham hatte. Und Abraham hätte 100 Gründe gehabt, mit Gott zu diskutieren, warum er das nicht tun soll. Er hat es gemacht und er kannte Gott aber so gut und er kannte Gottes Stimme. Er war offen für das, was Gott ihm sagt und er ist gegangen und Gott hat ihn gesegnet. Also das ist eine Zeit, die wir müssen an diese Beispiele denken. So wie Gott mit Abraham war und so wie Gott Abraham geführt hat und gesegnet hat. Er ist unser Vater, genauso wie wir Väter und Mütter von unseren Kindern sind. Und er kümmert sich um uns und es ist seine Priorität Nummer eins. Sie schreibt es weiterhin folgendes, überquert keine Brücken, bevor es an der Zeit ist. Jetzt wollen wir uns verhalten wie Menschen, die durch das Blut Christi erlöst sind. Also wir glauben, dass Gott unser Vater ist und wir haben alles angenommen. Wir wollen uns über die Vergebung unserer Sünden freuen. Das ist es, was wir tun müssen. Und möge uns Gott dabei helfen, unsere Gedanken von negativen Dingen abzuwenden und solchen Dingen zuzuwenden, die uns ins Licht führen. Also, was ist das Wichtige? Das Wichtige ist meine Beziehung zu Gott und zwar tagtäglich, genau wie ich eine Beziehung zu einem Kind, zu meinem Kind pflege und wie wir eine Beziehung in unseren Beziehungen pflegen, genauso müssen wir tagtäglich die Beziehung zu Gott pflegen. Und dann geht es darum, was heute passiert. Das ist es, was wir tun müssen. Und möge Gott uns dabei helfen, unsere Gedanken von negativen Dingen abzuwenden und uns solchen Dingen zuzuwenden, die uns ins Licht führen. Sorget euch um nichts, steht in Philipper 4, Vers 6, sagt uns ein anderer Bibeltext. Und was bedeutet das? Das heißt, dass man keine Brücke überqueren soll, bevor es an der Zeit ist. Also auch da müssen wir weise und eine gute Beziehung zu Gott führen, um zu wissen, okay, wann ist es Zeit zu gehen, wann ist es Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Das ist es, was wir tun müssen und möge Gott uns dabei helfen. Wir sollten nicht zu schnell Brücken überqueren, wenn das nicht notwendig ist. Redet keine Verfolgungszeit herbei, bevor es wirklich soweit ist. Also in vielen Punkten passiert auf dieser Welt auch viel Gutes, aber in vielen Punkten auch nicht, ja. Dann ist es immer noch früh genug. Wir sollten an heute denken und wenn wir unsere heutigen Pflichten recht erfüllen, dann können wir auch die Pflichten von morgen bewältigen. Also was tust du heute oder denkst du nur daran, was du in 5 Jahren tun wirst? Also wenn ich den Text aus Matthäus nochmal lese, darum sorgt euch in Kapitel 6, nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also lasst uns an heute denken und nicht an das, was vielleicht noch gar nicht da ist, aber was in unseren Köpfen wir glauben, was da ist. Was sollte zum Grundsatz bei uns im Fokus sein? Der wichtigste Grundsatz, wer es sich zum Grundsatz macht, dass die Ehre Gottes in seinem Leben das Wichtigste ist und uneingeschränkt dient, wird merken, dass alle Verunsicherungen verschwinden und er einen klaren Weg vor sich hat. Also der ganz praktische Hinweis ist hier, wenn wir Sorgen haben und wir haben alle irgendwo Sorgen, es gibt keinen, der wirklich sagen kann, oh nee, ich habe ja keine Sorgen im Leben. Ja, gibt es. Jeder hat irgendwo sein Päckchen zu tragen und wir sollten auch sehr, sehr gut darauf aufpassen, wie wir über andere Menschen reden und wie wir andere die Sorgen unserer Mitmenschen einschätzen. Es gibt ja so, ach, macht der doch, ach, der übertreibt doch nur. Also jeder von uns hat irgendwo sein Päckchen und seine Last zu tragen, auch wenn das nicht kommt. Ich habe ein ganz interessantes Zitat gefunden. Mach mal die übernächste Folie, Micha. Ihr kennt bestimmt Robin Williams. Also er sagt Folgendes. Jeder, den du triffst auf dieser Welt, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Also jeder von uns, der wir hier sitzen, kämpft irgendeinen Kampf, von dem man nichts weiß. Das Mikro einschalten. Also jeder von uns, den du triffst, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Sei nett immer. Das ist, fand ich, ein ganz interessantes. Wir sollten, was können wir uns überhaupt anmaßen, zu unseren Mitmenschen nicht nett zu sein? Aber was ist, das geht gar nicht. Er sagt hier schön, seid nett, immer egal wo du stehst, weil jeder von uns hat einen Kampf auszutragen, von dem viele wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie es tun. Und Gott sagt darüber,
Denn ich weiß wohl, was ich Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Also Gott hat Gedanken des Friedens über uns und nicht Gedanken des Leides. Er möchte für uns das Allerbeste als unser Vater. Viele Menschen leiden unter einer drückenden Sorgenlast, weil sie versuchen, einen hohen Lebensstandard zu erreichen. Das ist hausgemacht. Ja, wo kommen die Sorgen her? Die kommen her, weil wir immer mehr haben wollen. Sie haben sich für den Dienst in dieser Welt entschieden, mit all seinen Schwierigkeiten und Sorgen, und haben dessen Gewohnheiten übernommen. Wir sagen ja häufig, oh, ich arbeite so viel für wen? Für meine Kinder. Ja, ich bin von morgens bis abends unterwegs, das mache ich nur für meine Kinder. Den Kindern ist es völlig egal, was du für ein Auto fährst und in was für einer Wohnung du lebst. Das ist den Kindern total egal. Das ist uns wichtig, ja, aber den Kindern ist das egal. Und das ist, sie haben sich für den Dienst in dieser Welt entschieden, mit all seinen Schwierigkeiten und Sorgen, und haben dessen Gewohnheiten übernommen. Also je mehr wir haben wollen, umso mehr Sorgen sind da, und das ist hausgemacht. Das ist doch klar. Dadurch wird ihr Charakter, und jetzt geht sie noch einen Schritt weiter, verdorben, und ihr Leben wird zum Überdruss. Um ihren Ehrgeiz und ihre Wünsche zufriedenzustellen, verletzen sie ihr Gewissen und belasten sich zusätzlich mit Schuldgefühlen. Die ständige Sorge zehrt an ihren Lebenskräften. Und das ist das, was wir ganz am Anfang gehabt haben. Diese ständige Sorge, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich erreichen, das zehrt an Lebenskräften und wir werden krank. Unser Herr, also Gott, wünscht, dass sie dieses Joch der Knechtschaft ablegen. Er sagt, gib das ab. Warum? Er lädt sie stattdessen ein, sein Joch auf sich zu nehmen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er bittet sie zuerst, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Das ist das, was wir gelesen haben. Sorgen machen blind für die Zukunft. Aber Jesus sieht das Ende von Anfang an. Für jede Schwierigkeit hält er einen Ausweg bereit. Unser himmlischer Vater hat 1000 Wege, um für uns zu sorgen. Nur wissen wir davon nichts. Also wenn du gewisse Entscheidungen, du hast Angst davor, diese du kannst dir sicher sein, dass Gott dich an der Hand nimmt und mit dir diese Dinge löst. Unser himmlischer Vater hat 1000 Wege, um für uns zu sorgen. Nur wissen wir davon nichts. Alle, die Gottes Ehre und dessen Dienst den ersten Platz in ihrem Leben einräumen, werden erleben, wie ihre Ratlosigkeit verschwindet und sich der Weg vor ihren Füßen ebnet. Wir haben manchmal wirklich Angst, uns komplett in Gottes Hände zu legen, weil wir Angst haben vor der Zukunft, vor unserem Job, vor dem, was passiert. Und wir vertrauen auf diese Versprechen, wenn wir ehrlich gesagt sind, nicht. Und das ist das, also wir sollten uns mehr mit Gott beschäftigen, dass wenn Entscheidungen vor uns stehen, wir Entscheidungen mit Gott treffen können. Wir sollten wirklich ganz ernsthaft um diesen Glauben bitten, der auch nötig ist, um uns durch die allerletzte Krise zu bringen. Wir denken, das wird was ganz anderes, da werden wir schon nicht einknicken. Das ist ja das, was wir denken, oh, wenn die ganz großen Probleme, dann werden wir sicher sein. Es ist aber nichts anderes. Es sind entweder göttliche oder weltliche Prinzipien, nach denen wir handeln lernen, die dann unseren Charakter formen. Also es ist eine Charakterentwicklung. Und dann schreibt Ellen White Folgendes: Das Werk der Erziehung und das Werk der Erlösung, also Erziehung und Erlösung, sind im höchsten Sinne eins. Also Erziehung und Erlösung gehen Hand in Hand. Und zwar nicht nur Erziehung, was kleine Kinder angeht, sondern Erziehung, die wir auch im Leben durchmachen. Kann ich Gott so vertrauen, dass ich jetzt noch zu Gott komme und sage, Gott, ich übergebe dir wirklich alle meine Probleme, führ du mich. Ich vertraue dir, ich weiß nicht, wie du das lösen willst, aber ich vertraue dir. Und wenn ich an Abraham denke, mit seinen tausenden Angestellten, mit seinen tausenden, das war ja ein riesiges Gut, was Abraham hat, und er hat sich Gott vollständig in die Hände gegeben, hat gesagt, wenn du sagst, ich soll hier wegziehen aus meiner festen Stadt, und danach hat er wo gewohnt? In Zelten. Ja, er hat sich Gott komplett übergeben. Das Werk der Erziehung und das Werk der Erlösung sind in höchstem Sinne eins. Jetzt springen wir mal von Abraham zu David. Es gibt in 1. Samuel 21, schlag mal auf 1. Samuel 21. Wer war der erste König in Israel? Saul. Warum?
Bitte? Das Volk wollte einen König. Also bis dahin gab es nur Richter und die Richter haben das Volk geführt und das Volk wollte aber unbedingt einen König haben, weil die so sein wollten wie die anderen Völker. Und dann hat Gott gesagt, wenn ihr einen König bekommt, der wird euch unterdrücken und Geld und Knechte und so weiter. Nee, wir wollen trotzdem einen König haben. Das war die Situation. Wer hat den ersten König ausgesucht? Gott. Also Gott hat trotzdem dann in dieser Situation den König ausgesucht. Und dann kommt die Situation, dass David zum König von Gott ausgewählt wird. So, das ist schon vor Kapitel 21 passiert. Also wir haben schon Erfahrungen, die David mit Gott gemacht hat. Was hat er noch für eine Erfahrung kurz danach gemacht? Also David ist von Gott zum König gesalbt worden. Er wusste, dass Gott an seiner Seite steht. Welche Erfahrung? Denkt mal drei Erfahrungen, die David vorher schon mit Gott gemacht hat. Der Kampf gegen Goliath, war das eine Erfahrung? Das war eine Erfahrung. Was hat er vorher erlebt? Noch zwei Kämpfe? Bären und Löwen. Also drei Erfahrungen, die David ganz konkret mit Gott gemacht hat. Und jetzt in Vers 21 ist welche Situation? David und Jonathan sind in Kapitel 20, das sind die besten Freunde. Was will Saul mit David machen? Umbringen. So, und David flieht. David beeilte sich, das ist jetzt Kapitel 21, Nob zu erreichen. Also er flieht und kommt zu Nob und sieht dort den Priester Achimelech. Und dann fasst das Ellen White folgendermaßen zusammen. David beeilte sich, Nob zu erreichen. Die Stiftshütte war von Silo dorthin gebracht worden und hier diente Achimelech, der hohe Priester. Der Priester sah David erstaunt an, als er eilig und offenbar alleine kam. Er erkundigt sich, was ihn dorthin geführt habe. Der junge Mann griff in seiner Not zu einer Täuschung. Also er hatte Angst. Er sagte dem Priester, er sei vom König mit einem geheimen Auftrag gesandt worden. Also David, der Goliath umgebracht hat, der den Bären besiegt hat und den Löwen, in so einer Situation, er flieht von Saul und hat eine Notlüge, um da besser durchzukommen. Hier zeigt sich ein mangelnder Glaube an Gott. Und seine Sünde hatte den Tod des hohen Priesters zur Folge. Wir würden sagen, das ist ja eine Kleinigkeit, die passiert ist. Eine Notlüge oder mal eine kleine Fälschung oder mal irgendeine Tatsache vorgespielt. Und was ist passiert? Das mangelnde Vertrauen, was David in dieser Situation zu Gott hatte, hatte den Tod des hohen Priesters zur Folge. Wären die Tatsachen klar und deutlich gesagt worden, hätte Achimelech gewusst, was er tun musste, um sein Leben zu retten. Gott verlangt, dass sein Volk auch in der größten Gefahr wahrhaftig ist. Also hätte David die Wahrheit gesagt, hätte sein Gott ihn da durchgeführt? Auf jeden Fall. In einer Situation, wo David gedacht hat, Mensch, okay, das muss ich selber lösen. Dirk, der Oberste von Sauls Hirten, zahlte sein Gelübde am Ort des Gottesdienstes, also er war auch gerade da. Beim Anblick dieses Mannes beschloss David, sich eilig einen anderen Zuflucht, also er sieht diesen einen, den Saul gut kennt, David sieht ihn und flieht. Er bittet Achimelech um ein Schwert und welches Schwert bekommt er? Das Schwert von Goliath, das ist das einzige, das da war. David sagt, es gibt keins wie dieses, gib es mir. Und dann flieht David nach Achis, dem König von Gath. Denn er fühlte sich inmitten der Feinde seines Volkes sicherer als in der Herrschaft Sauls. Aber Achis erfuhr, dass der Mann David der war, der zuvor den Philisterkönig erschlagen hatte. Also dieser König von Gath sieht David, erfährt, wer er ist. Und jetzt ist David wieder in Gefahr inmitten seiner Freunde. Und was tut er? Er täuscht Wahnsinn vor, also er tut so, als ob er wahnsinnig wäre, aber er täuschte seine Feinde, indem er Wahnsinn vortäuschte und konnte so entkommen. Der erste Fehler Davids war sein Misstrauen gegenüber Gott in Nob, der zweite sein Betrug vor Achish. Als die Prüfung über ihn hereinbrach, wurde sein Glaube erschüttert und menschliche Schwäche trat zutage. Er sah in jedem Menschen einen Spion und einen Verräter. Da er gejagt und erfolgt wurde, hatten Ratlosigkeit und Bedrängnis seinen himmlischen Vater fast vor seinen Augen verborgen. Also diese Angst und Sorge, die David hatte, er hat eine Notlüge gemacht, er hat falsche Tatsachen vorgespielt und er hat Gott fast aus seinen Augen verloren.
Jedes Versagen, und das ist jetzt wieder auf uns, der Kinder Gottes ist auf ihren Mangel an Glauben zurückzuführen. Habe ich in der Situation, in der ich heute stehe, ganz konkret heute, so viel Glauben, dass ich sage, ich mache das nicht, Gott, egal was passiert. Wo stehen wir? Wenn die Seelen von Schatten umgeben ist, müssen wir aufschauen. Es gibt Licht hinter der Finsternis. David hätte Gott nicht misstrauen dürfen. Er war der Gesalbte des Herrn. Hätte er nur seine Gedanken von den bedrückenden Situationen, in der er sich befand, abgewendet und an Gottes Macht und Majestät gedacht, dann hätte er selbst inmitten der Schatten des Todes Frieden gefunden. Also David war der Gesalbte Gottes. Gott hat David ausgewählt und hat gesagt, du wirst König werden. Und es mangelt ihm am Vertrauen, obwohl er diese ganzen Dinge erlebt hat in der Vergangenheit. Und hätte er es nicht getan, hätte er Gott vertraut, er hätte ihn da durchgeführt. Selbst inmitten der Schatten des Todes hätte David Frieden gefunden. Und es gibt einen schönen Text in Offenbarung 1 dazu, Vers 5. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, und der Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden, ihm, der uns geliebt hat und uns von ihren Sünden gewaschen hat in seinem eigenen Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für Gott und seinen Vater, ihm sei Ehre und Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also David war der Gesalbte Gottes und wer sind wir? Könige und Priestern, zu denen uns Gott gemacht hat. Und in Vers 2 oder in Vers 9 in 2. Petrus 2 steht Folgendes. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein besonderes Volk, damit ihr den Preis dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also wir sind Gottes auserwählte Geschlecht. Wir sind, wie Petrus hier schreibt, ein ganz, ganz besonderes Volk. Und daran sollten wir immer denken und daran immer glauben. Bei jeder Entscheidung, die vor uns steht, dass Gott seinen Sohn nur für dich gegeben hat. Und so wert bist du in Gottes Augen. Wenn wir von David zu Daniel jetzt springen, wir waren bei Abraham, wir waren kurz bei Daniel, wir waren bei David, jetzt kommen wir zu Daniel. Daniel kommt als junger Mann nach Babylon. Und dann steht er vor welcher Entscheidung? Was ist die erste Entscheidung, die Daniel in Babylon getroffen hat? Das Essen, Appetit. Worum ging es? Also das Interessante ist, ja, und wenn man jetzt diese Bibelkommentatoren sich anschaut, es ging um Speise, die den Götzen vorgelegt wurde und nicht um rein oder unrein. Also Daniels Entscheidung war nicht, reines oder unreines Essen zu sich zu nehmen, sondern Essen, was den Götzen vorgelegt wurde und damit das zu beanspruchen, dass die Götzen diesen Dienst und dieses Fortkommen der jungen Männer gehabt haben. Also es war keine Sünde, hätte Daniel das gegessen. Aber Daniel wollte die Ehre wem geben? Einzig und allein Gott. Und Ellen White schreibt dazu voll, also glaubt ihr, dass nur Daniel und seine drei Freunde gerettet werden aus dieser Zeit? Bestimmt nicht. Also es werden viele andere junge Männer gerettet werden. Aber die Erfahrung, die Daniel und seine drei Freunde gemacht haben, die war einzigartig. Und das ist etwas, was Gott für uns möchte. Er möchte, dass wir einzigartige Erfahrungen mit ihm machen in Situationen, die für uns auswegslos erscheinen. Also und wir sind zum Teil in Situationen, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und vertrauen wir Gott so sehr. Ellen White schreibt Folgendes zu Daniel. Was war die Hauptaufgabe für Daniel in seinem Leben? Was glaubt ihr? Was war die Hauptaufgabe Daniels in seinem Leben? Hatte Daniel viel zu tun? Ja, er war ja immerhin der Premierminister. Ja, also war der Erste hinter dem König und hatte alle Befugnis. Also Daniel hatte das war die tägliche Arbeit von Daniel, kann sich keiner von uns vorstellen. Das war riesig. Und was war aber trotzdem Daniels Hauptaufgabe? Ellen White schreibt dazu Folgendes. Gott konnte Daniel gebrauchen, denn Daniel war ein Mann mit Prinzipien, ein Mann mit einem ausgezeichneten Charakter.
Ein Mann, dessen Hauptaufgabe es war, für Gott zu leben. Das finde ich so einen schönen Satz. Also Daniel war ein Mann mit Prinzipien, ein Mann mit einem ausgezeichneten Charakter, ein Mann, dessen Hauptaufgabe es war, für Gott zu leben. Ist das unsere Hauptaufgabe hier auf dieser Erde, für Gott zu leben? Oder ist es unsere Arbeit, unsere Firma, unsere täglichen Sorgen? Oder ist es das, so wie Daniel es vorgelebt hatte, ein Mann, dessen Hauptaufgabe es war, für Gott zu leben? Also das ist ein schönes Bild, und ich wünsche mir, dass wir alle diese Erfahrung machen, so wie Daniel das gemacht hat, dass wir, egal wie viel wir zu tun haben, dass wir sagen, Gott, führe du uns, es ist meine Hauptaufgabe, für dich zu leben und dir treu zu sein. Und jetzt springen wir von Daniel als letztes Beispiel in die Zeit Jesu. Und Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und sie sind beim See. Und als Petrus, und das ist in Markus 9, Vers 33, schlag mal auf, Markus 9, Vers 33. Markus 9, Vers 33, sie spazieren und Jesus kommt zu ihnen, und in Vers 33, sie kamen nach Kapernaum, und als er daheim war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Also was fragt Jesus seine Jünger, worüber habt ihr gesprochen? Und worüber haben sie gesprochen? Wer der Größte sei. Ja. Und jetzt schreibt Ellen White Folgendes, die Anwesenheit von Jesus und seine Frage stellten die Angelegenheit, über die sie vorher auf dem Weg miteinander gestritten hatten, in ein völlig anderes Licht. Also Jesus, der kurz davor ist, für die Menschheit zu sterben, fragt, worüber habt ihr euch unterhalten? Und die haben sich unterhalten darüber, wer der Größte ist. Was für ein Gegensatz, unvorstellbar. In ein völlig anderes Licht. Weil sie sich schämten und schuldig fühlen, schwiegen sie. Jesus hatte ihnen mitgeteilt, dass er um ihretwillen sterben werde. Ihr selbstsüchtiges Streben stand nun im schmerzlichen Gegensatz zu seiner selbstlosen Liebe. Wir haben auf der einen Seite die selbstlose Liebe Jesu, der alles getan hat, und auf der anderen Seite dieses selbstsüchtige Streben von uns. Wir denken daran, wer ist der Erste, wer ist der Größte, wer hat welches Amt, wie kann ich meine Arbeit vergrößern, wie kann ich mehr Geld verdienen und so weiter. Und auf der anderen Seite kommt Jesus und redet zu seinen Jüngern von seiner unendlichen Liebe und dafür, dass er für sie sterben wird. Also wenn wir diese Gegensätze uns anschauen, als ihnen Jesus von seinem Tod und seiner Auferstehung erzählte, versuchte er im Hinblick auf ihre große Glaubensprüfung mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Also Jesus wollte mit ihnen reden. Er hat gesehen, was sie beschäftigt. Und er hat gesehen, welches Päckchen die Jünger mit sich was sie umtreibt und was sie mit sich tragen. Und er wollte mit ihnen darüber reden. Und er wollte mit ihnen ins Gespräch kommen. Wenn sie bereit gewesen wären, das zu hören, was er ihnen mitteilen wollte, wären ihnen bittere Angst und Verzweiflung erspart geblieben. Also bin ich bereit, mich auf Jesus einzulassen, zu 100%? Bin ich dazu bereit? Seine Worte hätten sie in der Stunde der Trauer und Enttäuschung getröstet. Obwohl er ihnen so deutlich gesagt hatte, was ihn erwartete, hatte die Bemerkung über seine bevorstehende Reise nach Jerusalem erneut ihre Hoffnung geweckt, dass das Reich nun bald aufgerichtet werden würde. Sie waren so gefangen in ihrer Denkweise, dass sie selbst, als er konkret darüber redet, das wieder falsch verstanden haben. Dies hatte dazu geführt, dass sie sich fragten, wer wohl das höchste Amt bekleiden würde. Als Petrus vom See zurückkehrte, erzählten ihm die Jünger, was der Erlöser sie gefragt hatte. Schließlich wagte einer von ihnen, Jesus zu fragen, wer ist der Größte im Himmelreich? Also so weit geht's. Also Jesus kommt, er schüttet sein Herz aus, er sagt, was passieren wird. Und sie denken, dass jetzt ein Reich aufgerichtet wird. Und was denken sie als Nächstes? Ja, welchen Posten habe ich da? Jetzt haben wir so eine schöne Gemeinde. Was ist mein erster Gedanke? Und dann kommt Jesus und dann fragen sie ihn sogar noch,
wer ist der Größte? Einer wagte sich, Jesus zu fragen, wer ist der Größte im Himmelreich? Also welche Gedanken treiben uns immer um? Jesus versammelte seine Jünger um sich und erwiderte, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Diese Worte klangen ernst und eindringlich. Und jetzt vergleicht er das mit Satan. Im Streit um den ersten Platz offenbarte sich derselbe Geist, der den großen Kampf im Himmel begonnen hatte und auch Christus zum Sterben auf die Erde gebracht hatte. Im Geist, und jetzt, das ist ein schöner Vergleich, das ist mir so noch gar nicht bewusst gewesen, im Geist sah Jesus Luzifer vor sich. Also er sieht Luzifer. Den schönen Morgenstern. Also Luzifer hatte die erhabenste Position, der an Herrlichkeit alle Engel überstrahlte, die den Thron Gottes umgaben und der eine tiefe Verbundenheit mit dem Sohn Gottes pflegte. Also der Luzifer, der Morgenstern, der hatte eine Einheit mit Jesus, wie sie schreibt, eine tiefe Verbundenheit. Die haben ständig miteinander kommuniziert, die haben sich ausgetauscht. Und Luzifer hatte gesagt, ich will gleich sein dem Allerhöchsten, in Jesaja 14, Vers 14. Das ist das, was Luzifer auf einmal wollte. Und jetzt folgendes. Dieser Wunsch nach Selbsterhöhung hatte den Streit im Himmel ausgelöst. Dann kam es zum Streit. Und viele der Herrscharen Gottes aus seiner Gegenwart verbannt. Und jetzt dieser Satz. Hätte Luzifer wirklich dem Allerhöchsten gleich sein wollen, hätte er nie den ihm zugewiesenen Platz verlassen. Also er sagte, ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Hätte er das aber wirklich gewollt, hätte er seinen Platz nie verlassen. Warum? Weil sich das Wesen des Allerhöchsten in selbstlosem Dienst offenbart. Also wenn wir Gott gleich sein wollen, wenn wir sagen, Jesus, ich will so sein wie du, dann offenbart sich das worin? In selbstlosem Dienst. Luzifer wünschte sich zwar Gottes Macht, aber was nicht? Sein Charakter, genau. Also Luzifer wünschte sich Gottes Macht, aber nicht sein Charakter. Für sich selbst suchte er den höchsten Platz aus. Jedes Lebewesen, das von seinem Geist getrieben ist, wird dasselbe tun. Also wenn uns das umtreibt, wie wir größer werden und besser und schöner und schneller und einflussreicher, dann müssen wir uns genau überlegen. Das ist das Kapitel aus Leben Jesu. Also lies das wirklich jetzt mal auch in dieser Weihnachtszeit nach. Das ist ein so, so schönes Kapitel. Jedes Lebewesen, das von seinem Geist getrieben ist, wird dasselbe tun, also von Satans Geist. Dadurch werden Entfremdung, Unfriede und Streit unvermeidbar. Also wenn eine Familie zerfällt, wenn eine Gemeinde zerfällt, dann ist das, was im Vorfeld passiert. Weil die Menschen sich fragen, okay, was kann ich? Welchen Platz werde ich da haben? Das Reich Satans ist ein Reich der Gewalt. Jeder sieht im anderen ein Hindernis für sein eigenes Vorkommen, um seine höhere Stellung zu erreichen. Während Luzifer es für erstrebens hielt, Gott gleich zu sein, entäußerte sich Christus, der Erhöhte, und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Das ist das, was Jesus gemacht hatte. Überaus sanft, aber mit ernstem Nachdruck versuchte Jesus, das Übel zu beheben, also bei seinen Jüngern. Er zeigte den Jüngern, welches Prinzip im Himmelreich herrscht und worin nach himmlischem Maßstab wahre Größe besteht. Also worin besteht wahre Größe? Die Ehre geht der Demut voraus. Also kommen wir in Demut zum Thron Gottes. Wenn wir mit Sorgen beladen sind, wenn wir nicht wissen, wie wir im Leben entscheiden sollen, dann ist das Erste, was wir tun sollen, in Demut zu Gott kommen und Gott zu sagen, bitte führe du mich, ich weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Und es ist, Ellen White schreibt das an anderer Stelle, wenn wir Sorgen beladen sind, das Einzige wirklich, und das, da müssen wir Gott testen und prüfen und ihn beim Wort nehmen, ist, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir Ellen White Zitate lesen, dass wir Sachen raussuchen, die auf diese Zeit passen und dann werden wir merken, dass wir auf einmal ruhiger werden und dass wir sagen, Gott, wirklich führe du mich und nicht versuchen, das in unsere eigenen Hände zu nehmen. Die Erfahrung von Daniel, wir hatten die Erfahrung von Abraham gesehen, wir hatten die Erfahrung von David gesehen und wir hatten auch die Erfahrung von Daniel gesehen. Wir haben gesehen, dass nicht alle jungen Männer die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie Daniel und seine drei Freunde. Ich wünsche mir für uns, dass wir diese Erfahrung machen, weil Gott
ist für uns gestorben und er wartet nur darauf, dass er für dich was tun kann. Also Gott wartet nur darauf, dass er dich bei der Hand nimmt und dass er sich für dich einsetzt, egal wie aussichtslos das aussieht. Auch wenn wir manchmal wirklich nicht uns überlegen und nicht wissen, wie es weitergeht. Lass uns Erfahrungen wie Daniel machen. Das ist mein Wunsch für das folgende Jahr, dass wir wirklich im Vertrauen zu 100% alles Gott übergeben. Egal, was kommen mag, auch wenn wir nicht wissen, was in 3 Monaten vor uns liegt. Lasst uns Gott das übergeben und lasst uns Gott an der Hand nehmen und sagen, Gott, ich möchte diese Erfahrung mit dir machen. Und Gott wird uns nicht alleine lassen, egal was passiert. Weil Gott persönlich betroffen ist. Also wenn es um dich geht, dann ist Gott persönlich betroffen. Ich möchte mit einer wahren Geschichte enden. 1976 gab es in Guatemala ein Erdbeben. Und das ist eins der größten Erdbeben gewesen auf dieser Erde. Das war im Februar 1976. Es sind vor Ort 77.000 Menschen verletzt worden und 23.000 Leute sind getötet worden bei diesem Erdbeben. Und dort war John, ein junger Mann aus Kalifornien, der war zu dieser Zeit in Guatemala. Und da gab es noch keine Handys und gar nichts. Und seine Familie in Kalifornien wusste nicht, was los ist. Die haben nichts von ihm gehört. Und die ganze Gemeinde kam zusammen, um für diesen jungen Mann zu beten. Und dann sitzt die Gemeinde und sie fühlen sich alle betroffen. Und alle sind da, bis auf einen Mann. Wer war nicht da? Sein Vater. Wo war sein Vater? Sein Vater hat sich in den nächsten Flieger gesetzt und ist runtergeflogen nach Guatemala, um seinen Sohn vor Ort zu suchen, weil er wirklich persönlich betroffen war. Und das ist das, worum es geht. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir in Sorgen sind, wenn wir in Nöten sind, dann ist Gott persönlich betroffen. Und wir können sicher sein, dass er sich auf die Suche macht, egal wo wir stehen. Also ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir im kommenden Jahr Erfahrungen mit Gott machen und dass wir jeden Tag uns mit Gott beschäftigen und dass wir jeden Tag seine Verheißungen lesen und dass wir Gott beim Wort nehmen bei diesen Verheißungen und sagen, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, führe du mich, egal was passiert. Das ist mein Gebet für das nächste Jahr für uns alle. Amen. Amen. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in deinem Namen sicher sind. Und dass du nur darauf wartest, uns in deine Arme zu nehmen. Und dass du uns führen willst, so wie es für uns am besten ist. Du hast für jeden von uns einen Plan, den wir manchmal überhaupt nicht erkennen können. Ich bitte dich von ganzem Herzen für Kraft und Stärke, dass wir komplett uns dir übergeben. Jeder von uns hat seine Sorgen und Nöte, die er mit sich rumträgt. Und jeder von uns hat Probleme im Leben. Hilf du uns, dass wir untereinander eine Stütze sind und dass wir einer den anderen in Geduld und in Liebe tragen und dass wir füreinander da sind. Hilf du uns aber auch, dass wir den Mut haben, uns dir komplett anzuvertrauen, denn du hast gesagt, dass wir für dich am allerwichtigsten sind. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen.